dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Wien Wiesbaden. Endstand vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion 3:1. Markus Kaczynski und Michael Köllner begrüße ich neben mir und natürlich bekommt der Gast die ersten Worte zum Spiel mit. Ja, vorweg Gratulation an 1860 und Michael und dich an deine Mannschaft. Ja, die erste Halbzeit war, glaube ich, weitestgehend ausgeglichen. 60 mit Sicherheit gefälliger kombiniert, Chancen gehabt, wir aber auch Chancen gehabt. Hollerbach geht, glaube ich, da schon zwei oder dreimal allein aufs Tor zu. Kann ein Tor machen, da kann vielleicht auch 2-2 stehen zur Halbzeit. Ich glaube, ein attraktives Spiel, viel Tempo drin. Wie gesagt, Mannschaft ein bisschen unterschiedlich, aber beide auf ihre Art gefährlich. In der zweiten Halbzeit dann 60 ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass wir immer noch auch gefährlich sein können, immer mal wieder Vorstöße auch gehabt. Ja, und dann kommt diese Flanke, das 1-0. Dann in so einem Spiel ist es nun mal so, dass solche Momente dann entscheiden und dass das Spiel dann einfach in eine andere Richtung lenken. Habe es dann nochmal probiert, auch umgestellt. Und dann mit dem Doppelschlag war es am Ende auch erledigt. Wir haben zwar das 3-1 gemacht, aber das war spät. Da war das Spiel eigentlich schon mit diesem Doppelschlag gegessen. Dass so ein Spiel immer mal, wenn man das erste Tor macht, vielleicht auch in eine andere Richtung gehen kann. Ja, das ist so. Aber ich glaube, unterm Strich war 60 München diesen Tick besser als wir heute. Und deswegen, glaube ich, war der Sieg am Ende auch verdient. Wir haben alles probiert, war heute nicht unser bester Tag. Da haben wir schon Dinge besser gemacht. Und jetzt heißt es einfach, zu verarbeiten, dann zu analysieren und dann wieder aufzustehen. Wir haben Gott sei Dank eine kurze Woche und können am Freitag dann gegen Duisburg auch wieder einen neuen Anlauf nehmen und ja, zeigen, was wir können, um dran zu bleiben. Danke sehr. Dankeschön. Michael, dann dürfte ich dich noch um deine Einschätzung bitten. Ja, danke Markus. Ja, ich glaube, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir schon das Spiel in der Hand gehabt. Sicherlich haben wir wie in Wiesbaden zwei, dreimal mit leichtsinnigen Fehlern hinten zu Torchancen eingeladen. Das war sicherlich jetzt, das glaube ich, der einzige Manko in der ersten Halbzeit, dass wir dann die Tore in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben, war schade. Wie gesagt, wir waren oft genug dran, waren vor allen Dingen auch bei den Standards sehr gefährlich und glaube ich gut kombiniert. Und das war dann auch der Plan in der zweiten Halbzeit, dass wir dranbleiben wollen, dass wir sicherlich hinten in der Risikoabwägung ein Stück weit ein bisschen mit mehr Hirn spielen sollten. Aber dann zweite Halbzeit, glaube ich, mit dem 1-0 war klar, dass das Spiel dann in unsere Richtung geht. Und umso schöner dann, dass wir über das Umschaltspiel, über das Konterspiel, nachdem Wiesbaden dann einmal umgestellt hat, glaube ich, was dann für uns dann, sich dann mehr Räume ergeben von der Umstellung von der Dreierkette auf die Viererkette. Und von dem her, mit dem Doppelschlag war das Spiel durch. Schade, wie gesagt, aber das Tor interessiert mich jetzt nicht mehr sonderlich, sondern am Ende geht es darum, dass wir heute mit einer richtig starken Leistung am Ende WM Wiesbaden, das sicherlich neben Dresden sicherlich den besten Kader in der Liga hat, dass wir da heute mit einem 3-1-Sieg klaren Sieg eingefahren haben und so schön, wie gesagt. Und jetzt geht es darum, dass wir heute mal durchschnaufen, am Abend, am Morgen dann schauen, dass wir, wie die Spieler jetzt das Spiel verkraftet haben. Deichmann, glaube ich, hat sich schwerer verletzt nach dem brutalen Fall dort. Und hoffe natürlich, dass wir dann die nächsten Tage wieder alle auf den Platz bringen, um dann wieder die gezielte Vorbereitung aufs nächste Spiel in Bayreuth dann wieder vornehmen können. Vielen Dank. Danke, Michael. Dann ist Zeit für eure Fragen. Olli, Mikro zugreifen bitte, danke. Herr Köllner, ist dieser Sieg auch für Sie ein bisschen so Genugtuung nach der Kritik der letzten Wochen? Wie sehen Sie das? Nee, also Kritik ist ja immer eine Wahrnehmungsfrage. Es ist immer die Frage, wie wir die Spiele sehen. Wir haben natürlich mit dem Startrekord, den wir hier aufgestellt haben im Verein, natürlich eine hohe Erwartungshaltung gesetzt. Von dem her war schon klar, dass wenn du die ersten 5 Spiele komplett gewinnst, 15 Punkte holst, dass dann am Ende, wenn mal eine Phase dabei ist, wo du vielleicht nochmal unentschieden spielst und nochmal leider gegen Ingolstadt vor 2 Wochen hier eins umgeworfen im Spiel, dass dann natürlich manche andere eine andere Wahrnehmung haben. Das Entscheidende für uns ist, wie unsere interne Wahrnehmung ist, in der Mannschaft die Wahrnehmung ist, wie ich das als Trainer sehe, das ist für mich das A und O. Und von dem her, wie gesagt, Genugtuung ist ein falsches Wort. Ich glaube, für uns war es wichtig, dass wir gewinnen heute, als Mannschaft zeigen, dass wir eine starke Mannschaft haben,
und auch vor allem trotz der Ausfälle, Stefan Lex kam ja erst in der Schlussphase rein, ohne Bär und ohne Lex am Ende trotzdem Tore schießen können und heute haben wir wieder zu Hause 3 geschossen gegen so eine richtig starke Defensive und eine körperlich starke Mannschaft wie in Wiesbaden, musste erst schon mal 3 Tore schießen und von dem her sind wir zufriedener, wissen aber auch, nächste Woche drehen sich die Dinge wieder von Null, beginnt es wieder und dann musst du wieder schauen, dass du in Bayreuth am Ende wieder punkten kannst. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine, dann sage ich vielen Dank unseren Gästen, guten Nachhauseweg, viel Erfolg die nächsten Spiele. Und uns allen schönes Wochenende. Danke.